Hallo liebe Schachfreunde, die zehnteilige Serie zu Eröffnungsfallen beginnt, tja, mit dem bekanntesten Matt, dem Schülermatt, beziehungsweise Kindermatt, so heißt es nämlich im Englischen beziehungsweise im Russischen. Ursprünglich kommt der Name wohl aus dem Französischen, wir sagen der Schäfermatt und ich will hier die Variante ein bisschen weiter zeigen. Viele werden ja die Grundzüge kennen. Also, nach den Zügen E4, E5, kommt hier der Damenzug nach H5. Es gibt auch den Zug Dame nach F3. Zug von Napoleon heißt der wohl auch, weil der ihn öfter mal gespielt hat. Der greift zwar auch F7 an, aber mit dem Damenzug nach H5 greifen wir auch E5 an. Der natürliche Entwicklungszug hier ist Springer C6 mit Deckung des Bauern. Übrigens hat sogar Karpow. Nicht Karpow, Carlsen bei einer Blitzschach-Weltmeisterschaft, soweit ich mich erinnern kann, diese Variante mal gewählt. Ja, jetzt Läufer C4 und wahrscheinlich schon unzählige Male ist Schwarz drauf reingefallen, hat die Dame freudig angegriffen und dann war er Schachmatt. Wir wollen hier aber mal gucken, wie man das ein bisschen besser macht. Ja. Zunächst mal würde ich hier, es gibt also mehrere Möglichkeiten, auch Dame nach E7 ist eine Möglichkeit. Ja, G6 bereitet die Entwicklung des Läufers nach G7 vor. Und nun treiben wir es mal auf die Spitze. Habe ich schon oft gesehen, auch bei Schülermeisterschaften hier, Berliner Schulschach. Dame F3 greift erneut den Punkt an. Jetzt Springer F6. Und tatsächlich habe ich auch den nächsten Zug schon gesehen. Das ist jetzt nämlich Dame nach B3 und wieder ist der Punkt F7 zweimal angegriffen, allerdings steht jetzt der Läufer vorne und nicht die Dame. Und dieser Zug ist bereits ein grober Fehler. Jetzt schlägt das Pendel endgültig zur Seite des Schwarzens aus. Richtig ist hier der Zug oder der beste ist Springer D4 mit Angriff auf Dame und Punkt C2. Und wird man sagen, nanu, jetzt fällt doch hier ein Bauer auf F7. Sogar mit Schach, aber König E7 und jetzt hängen beide Figuren. Eins hier, um beide Figuren zu retten, ist Dame nach C4 und jetzt schließlich kommt der Bauernzug nach B5 und die Sache ist jetzt spätestens klar, denn jetzt kann der Läufer nicht mehr gedeckt werden, ja, und damit gewinnt Schwarz eine Figur und sollte bei richtigem Spiel auch die Partie gewinnen. Ja, das war der Einstieg. Die anderen Öffnungsfallen sind sicherlich nicht ganz so bekannt, aber ich nehme auch an, diese längere Variante hier ist auch nicht jedem so ganz bekannt gewesen. Es grüßt euch, Abquark.